Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FC Bayern München Karriere. Und zwar heute mal wieder mit ein paar Bundesligaspielen, aber die rücken eigentlich erstmal in den Hintergrund. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt erstmal nicht das Vorderste, das Wichtigste für uns, sondern das Wichtigste in dieser Partie oder beziehungsweise in diesem Part wird auf jeden Fall das Spiel gegen den FC Arsenal, gegen unsere zweite Karrieremannschaft erstmal. Und dann wird das Spiel auch noch darum gehen, wer wird Erster in unserer Gruppe. Ich weiß nicht, ob wir Gruppe F oder E oder G sind, da habe ich keine Ahnung mehr von. Aber es wird auf jeden Fall richtig interessant und ich bin auch mega gespannt, wie das Ganze so ausgehen wird. Ich bin echt ein wenig aufgeregt, ein wenig nervös, ob wir da Gruppenerster werden bei uns in der Gruppe oder Gruppenzweiter. Natürlich ist das Ziel Gruppenerster, da gibt es echt keine Frage und da werde ich auch nicht lange drum herum reden. Auch wenn wir Zweiter werden, das Ziel ist klar Gruppenerster. Wir sind der FC Bayern München, wir wollen da auch Erster werden. Ich hoffe auch, dass wir da das irgendwie schaffen, da noch Erster zu werden. Jetzt spielen wir erstmal gegen Hertha BSC. Das wird erstmal ein Simulationsspiel. Ich schaue mal, wie wir hier umstellen werden, aber ich denke mal, dass wir hier ein paar Positionen auf jeden Fall tauschen können. Hier werde ich einen Götze hinstellen. Wir machen das einfach mal ziemlich schnell. Packen hier mal ein paar erfahrene Spieler rein und ein paar Spieler, die vielleicht nicht ganz so erfahren sind. Vielleicht können wir auch mal, wir machen hier Goretzka und hauen hier Lahm hin. Ich glaube, das passt dann noch so ein bisschen besser. Lahm hat auch 88, das finde ich auch mega stark. Mustafi darf aber mal von Anfang an spielen, genauso wie Martinez. Auf Boateng möchte ich selber lieber aufbauen und den nachher in der Champions League lieber spielen. Vielleicht auch noch im Spiel davor, müssen wir einfach mal schauen. Hier wird Costa spielen meiner Meinung nach und hier lassen wir einfach mal Robben von Anfang an rein und vielleicht hier auch sogar Lewandowski. Also wir sind ganz gut aufgestellt für so ein Simulationsspiel. Denk mal, die Bank geht auch fit, sind auch so gut wie fitte Spieler nur dabei und dann gehen wir einfach mal direkt ins erste Simulationsspiel für heute und zwar wird das Hertha sein. Hertha ja ein echt richtig phänomenale Saison an alle Hertha-Fans. Richtig krass, wie ihr die Saison spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich auch als HSV-Fan zugeben. Hertha spielt echt eine richtig starke Saison. Hier auch zwei Siege zuletzt gegen Hannover und Hoffenheim. Zwei, die derzeit wirklich um den Abstieg kämpfen, beziehungsweise Hannover ist ja eigentlich schon besiedelt. Ich habe jetzt noch nicht, ihr wisst schon, wie Hoffenheim dieses Wochenende gespielt hat. Das weiß ich jetzt leider noch nicht, aber das wird auf jeden Fall interessant. Gegen Gladbach haben sie verloren und ich denke mal, heim sollten wir das auf jeden Fall gegen Hertha packen. Vor allem mit dem starken Kader, den wir hier am Start haben. Wir haben einen richtig starken Kader. Plattenhardt erstmal mit der gelben Karte in der 15. Minute und dann der 4-Minuten Doppelpack von Douglas Costa. Ist ja fast wie hier der heißgeliebte Lewandowski 5er-Pack in 9 Minuten oder wie viel war das? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wir führen mittlerweile übrigens mit 3:1. Haraguchi macht kurzzeitig den Anschlusstreffer, aber dann der eben erwähnte Lewandowski mit dem dritten Tor und dem 3:1 und jetzt macht Costa noch seinen Hattrick perfekt und schießt 3 Tore hier gegen Hertha und wir gewinnen letztendlich mit 4:1 gegen Hertha Berlin und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es ist ein richtig geiles Spiel gewesen und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise nicht ihr, sondern einer. Kovalenko ist ein geiler Spieler, muss ich auch sagen. Ich finde den echt richtig geil, mit dem kann man richtig gut spielen und vielen Dank nochmal für den Tipp da. Den wollten echt viele haben am Anfang der Bayern-Karriere, weil ich den im Stream nicht genommen hatte, aber der ist echt ein guter Spieler, muss ich auf jeden Fall zugeben. Und ja, des Weiteren war noch ein Wunsch, dass wir uns einmal unseren Mannschaftsbericht angucken. Das werden wir auf jeden Fall auch mal machen, hier einmal schnell durchscrollen. Wir werden einfach mal die Attribute, Attribute sind jetzt hier glaube ich nicht ganz so wichtig. Wir schauen uns einfach mal an, wie viele Spieler die alle so gemacht haben. Ich denke eigentlich, dass jeder mindestens ein Spiel gemacht hat. Die meisten sind auch schon ein bisschen nach oben gegangen, das seht ihr auch. Aber ich glaube, nur wenige haben wirklich gar kein Spiel gemacht. Selbst Ulreich hat schon ein Spiel gemacht. Ich weiß, dass da auf der Bank Leute dabei waren, die kein Spiel gemacht haben. Kone mit einem Plus von 3 auf jeden Fall schon. Der ist für 3 Millionen von Olympique Lyon gekommen, hat jetzt schon eine 74. Auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir vielleicht Langzeit aufbauen können. Hier haben wir dann noch Kimmich, der für 7 Millionen von Leipzig gekommen ist. Das ist jetzt nicht mein Transfer gewesen, sondern den hat der FC Bayern München wirklich getätigt. Ich glaube, der war von Leipzig gekommen. Ist er nicht an Leipzig ausgeliehen gewesen? Und Stuttgart hat den... Der ist, glaube ich, von Stuttgart gekommen. Der ist an Leipzig ausgeliehen gewesen. Im Sommer war die Leihe zu Ende und deswegen ist er von Stuttgart gekommen. Also das Transferbudget bzw. die Ablöse ging an Stuttgart und dann ist er direkt zu Bayern gegangen. Hier haben wir zum Beispiel einen Spieler, der noch kein Spiel gemacht hat, sonst, aber Green hat schon ein Spiel gemacht, Weihrauch hat schon ein Spiel gemacht, sonst haben alle, außer auch Steinhardt, ein Spiel gemacht. Selbst Tusky hat hier letztens mal sein erstes Spiel für uns gemacht, also wir haben da auf jeden Fall eigentlich einen ziemlich ausgeglichenen Spielplan, sodass da jeder mal spielen darf. Jetzt gleich gegen Gladbach werden wir das erste Spiel spielen. Wir haben davor noch den Mannschaftsbericht der Jugendmannschaft, aber da möchte ich derzeit noch niemanden hochziehen und wir schauen einfach mal, wie wir die so trainieren werden. Müssen wir gleich mal schauen, weil ein paar Spieler möchte ich da noch aus der aktuellen Mannschaft trainieren. So, hier haben wir jetzt erstmal ihn hier, der ganz interessant werden könnte. Den werden wir einfach mal verpflichten. Den würde ich ganz gerne haben. Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Also müsste man das nur mal hinkriegen und nicht 5-mal daneben klicken. Das ist so typisch Dennis. Der klickt einfach erstmal 5-mal daneben. Das ist richtig
richtig abnormal. So, die anderen sind jetzt nicht so interessant und die anderen wechseln schon. Das heißt, die sind für uns auch uninteressant, weil wir die sowieso nicht mehr holen können. Und jetzt geht es ins nächste Spiel gegen Gladbach. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Schalke. Ich spiele jetzt nur gegen Gladbach. Ich werde das eigentlich simuliert, auch wenn es auswärts wäre. Aber Gladbach ist Platz 4. Das ist so ein Spiel, was ich denn da doch ganz gerne machen würde. Ich lasse auf jeden Fall Griezmann von Anfang an auftreten. Dann wird Robben durch Ribéry ersetzt. Das machen wir am besten mal so. Und dann möchte ich natürlich unseren heißgeliebten Müller auf der 10 spielen lassen. Dafür kommt Alonso ebenfalls nochmal raus. Und ich sehe gerade was nicht ganz so gut ist. Und zwar sah das gerade eben so aus, als wenn da ein Lahm verletzt ist. Und das müssen wir uns gleich mal anschauen, für wie lange der ausfällt. Ich hoffe mal nicht ganz so lange. Mustafi wird jetzt auch erstmal rauskommen. Dafür wird Boateng wieder von Anfang an spielen. Und dann denke ich auch mal, dass wir Goretzka mal von Anfang an mal austesten dürfen. Vidal nehmen wir natürlich noch mit als Option, damit wir da jemanden einwechseln können, auf jeden Fall. Dafür bleibt Robin einfach mal zu Hause. Den werden wir dann wieder in der Champions League mitnehmen. Aber Vidal würde ich da ganz gerne schon dabei haben. Vor allem, weil er derzeit exzellente Spiele für uns macht. Ich versuche einfach mal auf Goretzka zu setzen, weil mir das Spiel jetzt nicht so am Herzen liegt, wie das Spiel danach gegen Arsenal. Und das sind nur 3 Spiele Pause und dann spielen wir direkt dagegen. Deswegen will ich solche Spieler wie Vidal ganz gerne da mal schonen. Und ich möchte auch ganz gerne mit Lewandowski zum Beispiel gegen Dingsen starten, gegen Arsenal. So, wenn Borussia Mönchengladbach gewinnt, dann können sie nicht mal an Schalke ran. Also wir haben da schon einen ziemlich souveränen Vorsprung. Wir sind 10 Punkte vor Gladbach. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir das gewinnen. Das ist keine Frage. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass wir auf Legende spielen sollen. Wir spielen auf Legende. Wir spielen alle Karrieren auf Legende. Das will ich nochmal sagen, falls da irgendjemand nicht lesen kann, weil es steht immer vor jedem Spiel. Ich verstehe nicht, wie solche Fragen überhaupt aufkommen können. Ich gucke immer, wenn ich mir Karrieren angucke, auf welcher Schwierigkeit spielt der. Da schaue ich erstmal vor, einfach davor einfach mal rein. Spielt der auf Legende oder nicht? Das sieht man einfach vor den Spielen. Außer wenn es natürlich so mega runtergecuttet ist wie bei Hansus, da sieht man es nicht. Da verstehe ich die Frage durchaus, aber ich lasse das extra eigentlich immer drin, damit man das noch sehen kann. Und ich denke mal, dass das so eigentlich auch ganz nachvollziehbar ist und der trickst uns hier gerade eiskalt aus. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ins Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel geht jetzt los. Die treffsichersten Vereine, da sind wir wirklich mit unglaublichem Abstand vorne. 9 Tore mehr als Bayer Leverkusen. Das ist echt unglaublich krass. Hier haben wir unsere Mannschaft, unsere Offensivstars. Ribéry, Griezmann und Costa, die jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich Tore schießen. Costa ja mit dem letzten Trippelpack, wollte ich gerade sagen, mit dem letzten Hattrick gerade im letzten Spiel. Hier haben wir jetzt auf die Schnelle, sehe ich da jetzt niemanden neuen. Stindelhahn im Sturm, dann haben wir da noch natürlich einen Dahoud, einen Jüngling, der echt exzellent spielt, auch in echt eine exzellente Saison. Auf den bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie das bei ihm in der Zukunft aussieht, vor allem auch mit Wechsel, weil der wird ja gerade wieder mit extrem vielen Vereinen in Verbindung gebracht, auch mit dem FC Arsenal. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Wir gehen jetzt ins Spiel hier gegen Gladbach. Jetzt hat da jemand mal Platz und das ist Douglas Costa. Der ist natürlich auch richtig, richtig schnell. Geht er gut in die Mitte. Douglas Costa jetzt mit unserer ersten Chance. Und das ist das 1:0. Man muss eben auch effektiv manchmal sein. Bayern München, da wird die ganze Zeit nach hinten reingespielt. Gladbach macht so einen geilen Offensivfußball. Gladbach spielt heute sogar in echt gegen Bayern, fällt mir gerade ein. Gleich geht es los in einer halben Stunde. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Und dann geht es los, Gladbach gegen Bayern. Ich bin richtig gespannt auf jeden Fall, wie das ausgehen wird. Aber hier, richtig stark gemacht von Costa, der wirklich für seine Einzelaktion bekannt ist. Im letzten Spiel 3 Tore geschossen, jetzt wieder 1 Tor. Richtig stark, Douglas Costa. Schön von Martinez. Warum ist das ein Foul? Ich drücke nicht mal irgendwas. Der fällt hin wie Arjen Robben. Mein Gott. Was ist denn das? Das ist doch so eine Fehlentscheidung mal wieder. Von den Scheiß-Schiedsrichter kommt niemand vor. Geil. Geil, Schiedsrichter. Stark gemacht, jetzt Müller auf Vidal und Vidal schießt einfach mal rauf. Schade, Vidal. Deschirio, toller Laufweg, Alter. Junge, Deschirio, Mann. Ich werd verrückt bei diesem behinderten Deschirio. Was macht der Junge? Der nimmt den Ball nicht weg, obwohl man da in einen Zweikampf gehen möchte. Läuft er daneben her. Schön gemacht von Thomas Müller. Und da hält Sommer den noch. 87. Minute. Das Spiel ist vorbei. Wir verlieren hier mit dem FC Bayern München. Unglaublich. Es nervt mich echt, was diese Spieler sich manchmal denken. Douglas Costa hat eine gute Partie gemacht, aber wir waren eigentlich wieder die spielbestimmende Mannschaft und verlieren 2:1. Ich überlege gerade mal wieder, ob Neuer irgendeinen Ball gehalten hat. Ich glaube, es läuft wieder auf Nein hinaus. Aber das ist ja jedes Mal das Gleiche. Also wir könnten da echt einen Bronzetorwart ins Tor stellen. Das macht keinen Unterschied, weil Neuer sowieso noch keinen Ball... Ich weiß nicht, wie viele Bälle der Saison gehalten hat. Ich glaube bisher echt wenig. Das läuft echt mit jeder Karriere bisher besser als mit dieser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, wir spielen jetzt gegen Arsenal. Wenn wir da jetzt gewinnen, ist ja wieder alles in Butter, sage ich mal. Weil das wichtigere Spiel war, habe ich von Anfang an gesagt, dass auf dem Spiel der Wert liegt. Und ich möchte einfach nur in diesem Spiel gewinnen. Das ist das wichtige Spiel. Da geht es jetzt um was? Wir können nicht mehr raus aus der Champions League. Also wir können nicht mehr ausscheiden jetzt. Wir sind auf jeden Fall im Achtelfinale.
Aber da werden wir nochmal ein bisschen umstellen. Vor, wir werden auf jeden Fall Lewandowski, der hat auf jeden Fall schon mal besser gespielt als ein Griezmann. Dann werde ich auf jeden Fall, auch wenn ich letzte Folge gesagt habe, Robben brauchen wir da jetzt nicht unbedingt, werden wir wieder auf Robben setzen, weil Ribéry mir noch weniger gerade gefallen hat. Ich sag ganz ehrlich, Coman lasse ich jetzt noch nicht in der Champions League spielen. Das haben mich viele auch angeschrieben, ja, lass doch Coman öfter spielen. Aber der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall Kovalenko für Götze nehmen. Der macht sich viel mehr auf sich aufmerksam. Dann werden wir es, glaube ich, so umstellen, denke ich mal. Oder ich lasse sogar Thiago da spielen. Ich glaube, ich lasse sogar Thiago da spielen. Nehme aber Kovalenko für Goretzka mit, weil Kovalenko mir echt gut gefällt. Und wir nehmen Coman noch mit für Ribéry, weil Ribéry mir zu angeschlagen ist. Und dann denke ich mal, dass wir Martinez noch rausnehmen können und Boateng ist Kapitän, das passt so. Ich denke mal, so geht das in Ordnung. Wir schauen jetzt nochmal, ob Lahm wieder fit ist. Aber der sieht noch verletzt aus. Ich schaue mal, wie lange der verletzt ist. Lahm ist ein ärgerlicher Verlust, was mich echt nervt, weil Lahm da echt gesetzt ist. Und De Chirio an dem einen Tor von heute auf jeden Fall beteiligt war. Das war für mich ein klarer Fehler von De Chirio. Davor natürlich... 5 Monate, okay. Wir können Lahm erstmal vergessen. Davor natürlich... ein richtig, richtig krasser Fehler von, wer war da jetzt gerade beteiligt, vom Schiedsrichter. Ich drück bei Martinez nicht mal in den Zweikampf, ich laufe einfach nur nach vorne. Wie kann Martinez so dumm sein und da einen Freistoß rausholen? Soll ich stehen bleiben an der Linie? Soll ich dem Gegner nicht verfolgen oder was? Das ist sinnlos irgendwie, dass man da einen Freistoß gegen angepfiffen kriegt. Ich verstehe das nicht, das ist für mich echt unglaublich sinnlos, aber das Spiel ist jetzt vorbei. Das Spiel haben wir jetzt abgeschrieben, wir gehen jetzt ins nächste Spiel. Und das Spiel heißt FC Arsenal gegen FC Bayern. Ich bin echt... einer der YouTuber, sag ich mal, der echt immer mit Emotionen dabei ist. Das müsst ihr bei mir nun mal immer erwarten, sag ich mal. Ich bin einer der YouTuber, die am meisten Emotionen, glaube ich, mit dabei haben. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Die einen finden das positiver, die einen gucken eher viel FIFA lieber und die anderen gucken eher sich so was Sachliches wie FGU an. Ist jedem seine Sache, sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin da auch einer, der da eher mit einem bisschen Emotionen dabei ist. Emotional FIFA habe ich ja schon gesagt. Vielleicht sollte ich mich umbenennen. Nein, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Aber naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel gegen den FC Arsenal und da wird natürlich wieder interessant sein. Was für Transfers hat der FC Arsenal getätigt? Wir haben ja Kaká geholt in unserer Arsenal-Karriere. Checkt da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und genauso könnt ihr mal in die Beschreibung schauen. Der erste Link in der Beschreibung. Da findet ihr günstige Coins bei IG Fold. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischecken mit FIFA-Tour. Wichtig, alles groß geschrieben. Also wirklich alles groß geschrieben, wie ich das da reingehauen habe. Kriegt ihr auch noch 6% Rabatt auf eure Bestellung. Und außerdem gibt es derzeit 8% Rabatt, weil die Tots, Rabatz, habe ich gerade Rabatz gesagt, Rabatt, weil die Tots gerade draußen sind, das heißt, checkt da auf jeden Fall mal vorbei. Hier ist der Spieler, auf dem alles bei uns beruht. Thomas Müller, ein Spieler, den wir niemals verkaufen werden und das ist einfach so der Hoffnungsträger jetzt hier gerade im Spiel. Arsenal mit Tschech im Tor, Bellerin, Mertesacker, Koscielny und Monreal. Vielleicht ist da Mertesacker so eine kleine Schwachstelle. Sie haben sich auf der gleichen Position verbessert, wo wir es auch machen wollen. Verratti spielt neben Ramsey, da haben wir ja Chaka geholt, Özil natürlich auf der 10 und Giroud im Sturm. Der war da, war Sanchez, war da überhaupt im Platz? Ich hab da jetzt nicht gerade hundertprozentig drauf geachtet, aber Sanchez eigentlich normal. Und rechts habe ich auf jeden Fall Oxlade-Chamberlain gesehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Und wir gehen jetzt ins Spiel gegen den FC Arsenal. Das war schön, jetzt Müller da sehen und Müller muss den jetzt machen, den macht er! 36. Minute, wir gehen hier mit 1:0 in Führung gegen den FC Arsenal. Das ist ein Spiel, was ein wenig mehr nach unseren Erwartungen geht, sag ich mal. Arsenal hatte bis jetzt eine Offensivaktion, die war jetzt aber nicht so gefährlich. Da Boateng richtig schön und ich habe am Anfang des Spiels doch gesagt, es kommt auf unseren Müller drauf an. Und wer macht jetzt gerade das Tor? Natürlich Thomas Müller. Stark gemacht von Müller, natürlich auch gute Vorarbeit von Robin und exzellent aufgepasst von Boateng, da er dazwischen... zwischen den beiden Spielern an den Pass rankommt und dann den Konter direkt einleitet. Stark gemacht von Boateng, Lewandowski und Müller natürlich auch. Jetzt der Pass auf Douglas Costa und der sollte schneller sein als Mertesacker, der sollte schneller sein als Mertesacker. Und das ist eine Parade, die sieht man auch nur von einem Tschech. Von einem Neuer wird man die nicht sehen. Für mich immer noch der beste Keeper im Spiel, Tschech, und der hält den da richtig, richtig exzellent. Stark gemacht von Müller, der sieht jetzt da Robin und der hat richtig viel Platz. Robin mit Platz geht da am ersten Verteidiger vorbei. Robin macht das gut, geht da am zweiten Verteidiger vorbei und Arjen Robben mit dem 2:0 noch vor der Halbzeit. Das ist natürlich exzellent, mit einem 2:0 in die Halbzeit zu gehen. Hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Aber Robin macht das hier gut, geht hier erstmal an Monreal vorbei. Dann geht er in den Zweikampf mit Koscielny, der kann da auch nicht mitgehen und wir führen mit 2:0 hier über den FC Arsenal. Stark, Arjen Robben. Douglas Costa geht da gut vorbei. Stark gemacht von Douglas Costa, geht da nochmal an beiden vorbei. Und jetzt der Pass da auf Alaba durchgesteckt. Alaba nochmal mit dem Pass in den Rückraum. Und dann ist wieder der unglaubliche Tschech da. Aber der Nachschuss ist drin. Und zwar, nein, der Nachkopfball muss ich sagen. Lewandowski. Aber was ist Tschech für einen Held im Tor? Das ist unglaublich, was das für ein Biest ist. Ich kenne
keinen besseren Keeper, aber Lewandowski macht ihn jetzt. Und jetzt schießen wir Arsenal hier gerade doch sogar noch ab. Stark gemacht von Alaba auf jeden Fall und Costa ist da auch davor exzellent durchgegangen. Wir führen jetzt mit 3:0 und jetzt bin ich eigentlich sicher, dass das durch ist. Es gibt noch 18 Minuten zu spielen. Wir werden jetzt mal ein bisschen durchwechseln. Wir werden jetzt mal einen Coman bringen, der auf jeden Fall mal Spielzeit bekommen darf. Dann werden wir jetzt auch mal wieder Kimmich spielen lassen. Der wird einfach mal für Thiago reinkommen, der eine exzellente Partie gespielt hat. Und dann darf Kovalenko noch für Müller rein. Müller müssen wir schon so ein bisschen schonen für die nächsten Partien, weil das echt der wichtigste Spieler für uns ist. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar noch ein Tor raufsetzen können. Das wäre natürlich ideal. Stark gemacht, ein weiter und jetzt der Pass auf Robert Lewandowski und das muss jetzt das 4:0 werden, Robert Lewandowski. Und was habe ich gesagt? Der unaufhaltbare Tschech. Gehen jetzt den Ball einen rüber auf Coman und vielleicht wird der jetzt noch das erste Tor für Bayern hier schießen und wer ist da schon wieder? Natürlich wieder Tschech, unglaublich, was das für ein Keeper ist. Schöner Pass da auf Coman, der geht da jetzt an Bellerin schön vorbei, schickt jetzt aber mal Kovalenko. Kovalenko kann sich ebenfalls durchsetzen, Kovalenko, der Junge, der zeigt, dass er was drauf hat und dass er... Alter, was ist es ist Kimmich. Es ist nicht mal Kovalenko, es ist Kimmich, sehe ich jetzt gerade an der Rückennummer. Krass, wir führen jetzt doch noch 4:0, obwohl Tschech da wirklich alles für Arsenal rausgeholt hat. Also höher hätte ich mir das echt nicht erträumen lassen können, dass wir hier so hoch gegen Arsenal gewinnen. Wirklich mehr als ein Traum. Wir führen jetzt 4:0 und ich denke auch mal, dass der Schiri das jetzt gleich hier beenden wird. Und Arsenal von ihren Qualen erlösen wird. Richtig, richtig starker Auftritt. Dann nehme ich auf jeden Fall die 2:1 Niederlage gegen Schalke. Wir führen dafür jetzt, wir haben jetzt einfach 4:0 dafür gegen Arsenal gewonnen. Ich bin jetzt echt gespannt, gegen wen wir jetzt, wir sind ja jetzt Gruppenerster geworden, gegen wen wir jetzt dafür in der K.O.-Phase antreten müssen. Wir simulieren jetzt nochmal vor bis zum Spiel gegen den FC Ingolstadt. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal, es ist ein Heimspiel. Das bedeutet, dass wir das wahrscheinlich simulieren werden können. Und wir werden das wahrscheinlich auch simulieren. Wahrscheinlich aber erst in der nächsten Folge, da ich diese Folge jetzt beenden werde, denke ich mal. Wir schauen aber nochmal nach, gegen wen wir jetzt wirklich spielen werden. Im Halbfinale, sag ich schon, in der K.O.-Phase der Champions League. Und zwar ist das Ganze, ich glaube, wir gucken das woanders besser nach. Ich glaube, hier geht das sogar schneller. Und zwar ist das Ganze dann nicht... Ah, ist noch gar nicht gezogen worden. Doch, ist doch schon gezogen worden. Okay, ist das Ganze dann nicht das Halbfinale, sondern das Achtelfinale. Und wir spielen gegen Sevilla. Okay, ist eine Mannschaft, mit der komme ich auf jeden Fall zurecht. Gegen Sevilla kann man auf jeden Fall mal in Europa League spielen. Wir schauen uns nochmal die anderen Partien an. Arsenal darf gegen Monaco spielen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine schwierigere Aufgabe gewesen wäre. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Natürlich ist Sevilla ist eine starke Mannschaft, ist natürlich dann eher in der Europa League bekannt, sag ich mal, da als Sieger der Sieger. Was ist denn jetzt das heftigste Spiel? Ich sag mal, heftig ist auf jeden Fall... Na, das sind echt... ziemlich ausgeglichen. Wirklich, die starken Mannschaften spielen wirklich meistens gegen eine schwächere Mannschaft. Wir haben hier Real gegen Benfica. Dann haben wir noch Manchester United gegen Lazio wird vielleicht ziemlich interessant. Und ich sag mal auch Valencia gegen Liverpool wird wahrscheinlich... gegen Liverpool. Warum sage ich immer Liverpool? Valencia gegen Leverkusen wird wahrscheinlich auch interessant. Leverkusen und Bayern sind anscheinend die einzigen deutschen Mannschaften, die noch drin sind. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig, wenn ich euch in dieser Folge unterhalten durfte. Und ja, dann hoffe ich, man sieht sich in einer Folge wieder, beziehungsweise in einem Tag, falls ihr wirklich alles auf meinem Kanal guckt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge unterhalten. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich, wie gesagt, in einem Tag wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Und zwar geht es heute mal wieder in der Champions League ran. Wir spielen heute gegen Sporting Lissabon. Wir haben ja zuletzt leider gegen Arsenal 1:0 verloren. Richtig, richtig unglückliche Niederlage.